Nimm die Stunden, wie sie kommen, der Montanaro aus Stuttgart. Es regt wirklich ein bisschen zum Nachdenken. Und man denkt ein bisschen an früher. Muss ich ja schon sagen, eine Zeit war schon früher. Wenn mich so erinnert, als Bub in der Schule. Aha, hier sie. Ja. Hier sie, da haben wir eine Schulbank von damals. Ja. Das waren nur Zeiten damals, was? Wahnsinn, ja. Sag einmal, du hast ja momentan auch schon knapp an die 100 Kilo. Kommst du noch rein in so eine Bank? Also ich sicher leicht. Also dann probieren wir es. Schau, es geht ganz einfach. Ja. Es geht ganz einfach. Du bist bis 9:45 sollte man drinnen sein, ja. Gell? Ja. Es geht. Aber. Ja. Also ich bin drin. Ja, weil du zu dick bist. Weil du zu dick bist. Schau, technisch war ich dir schon immer überlegen. Ja. Sag mal, bin dann, ja, da geht man ganz leicht, geht man da hin. Aha. Geht man hinein. Ja. Jetzt bleiben wir draußen, oder? So. Gelenkig wie eine Betonsäule. Ha. Aber wie die Zeit vergeht, ha? Musst du dir vorstellen, jetzt habe ich selber schon vier Kinder. Vier Kinder? Ja. Ja. In der Schule hast du auch nie besonders aufgepasst. Ja, bravo. Ja, aber kannst du dich erinnern auf deinen Spitznamen? Germteig, haben wir immer gesagt zu ihm. Germteig. Germteig. Wieso Germteig eigentlich? Ja, weil du so wie sitzen geblieben bist. Ha. Du brauchst dir überhaupt nichts einbieten. Wie war das mit dem Fenster? Jetzt gib mal zu. Also da bin ich nicht schuld bei diesem Fenster. Ich habe nur meine Steinschleuder, habe ich gereinigt und da hat sich ein Schuss gelöst. Na, dann wahrscheinlich, ne? Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, Rechnen hat mir irrsinnig getaugt. Nein, mir auch damals. Weil damals, also da bin ich heute noch zornig. Damals hat es immer geheißen, 6 und 4 ist 10. Ja, stimmt ja. Ja, und heute die Herren super gescheit, wieder die Computer, heute ist anscheinend 5 und 15. Da hast du recht. Aber eines muss ich noch erzählen. Der Karl hat ja überall Protektion. Er hat ja damals in der Schule schon Protektion gehabt. Er hat nämlich in der zweiten Klasse hat er schon rauchen dürfen. Also klar, er war ja schon 16. Eigentlich muss ich da sagen, hier sie, in die Schule bin ich schon gern gegangen. Ja. Gern. Das war's auch nicht gern. Ein halber Tag war halt jetzt mal hin. Wir waren die Schulburm von der letzten Bank und bleiben das ein Leben lang. Selbst wenn wir mal 100 sind, bleiben wir zwei das große Kind. Ja, wir Schulburm von der letzten Bank. Ein jeder Streich uns gut gelang. Darum möchten wir so gern wieder kleine Schulburm werden. Jawohl! Am Samstag war ein Klassentreffen, ui, was haben wir gelacht? Der Bayern früher doch. Und Keks bei Tag und Nacht. Den Lehrer haben wir kreidenstuhlt. Der Oma, ich ein Ei. Doch leider, hier ist das wahre Mal, ist lange schon vorbei. Für dich vielleicht, es tut mir leid, aber ich mag das noch heut. Wir wollen die Schulbung von der letzten Bank und bleiben das ein Leben lang. Sind mit mir mal 100 sind. Weil wir zwei das große Kind. Ja, wir Schulbung von der letzten Bank. Ein jeder Streich uns gut gelangt. Darum möchten wir so gern wieder kleine Schulbung werden. Vorher hab ich Mess bei Putzen. Und ich hab heimlich geraucht. Den Onkel hab ich Brünn versteckt, der hätt's ja dringend braucht. Vor Tschui haben wir ein Schild hingestellt. Wen hitz ich heute frei? Auch das, mein Freund, ist nicht mehr neu und leider längst vorbei. Aber Karl, ich hab erst gestern noch ein neues Schüttel gemacht. Wir waren die Schulbung von der letzten Bank und bleiben das ein Leben lang. Sind mit mir mal 100 sind, bleib
das große Kind. Ja, ja, wir Schulburg von der letzten Bank. Ein jeder Streich uns gut gelangt, darum möchten wir so gern wieder knallen.